zu schürfen und zu gucken, was da noch alles an Nuancen drin liegt. Das hat mir große Freude gemacht. It's not just about music, but it's about the process of making music. This is a homecoming. We started here and we're back. Die Star-Dirigentin Lydia Tarr befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Als erste Frau leitet sie ein großes Berliner Orchester. Doch ihr Leben gerät immer mehr aus dem Takt. Die Beziehung mit ihrer Konzertmeisterin Sharon wird zunehmend komplizierter und frühere Entscheidungen, Anschuldigungen und ihre eigenen Obsessionen holen Lydia Schritt für Schritt ein. Sie müssen im Endeffekt vor dem Publikum und Gott stehen und sich selbst zerstören. Tarr von Regisseur Todd Field wird getragen von der überragenden Performance der zweifachen Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett. An ihrer Seite brilliert die deutsche Schauspielerin Nina Hoss. Was hat dich besonders daran gereizt, die Figur Sharon zu spielen? Also ehrlich gesagt war das so eine unwahrscheinliche Reise mit ihr, weil ich auf dem Weg, als ich angefangen habe, Violine zu üben, fiel mir immer wieder neue Nuancen auf, die ich an Sharon entdeckt habe, die ich so beim ersten Lesen erstmal waren, die mir gar nicht so bewusst. Und das war toll. Also diese Reise mit Cate und mit Todd, das so zu entblättern, tief zu schürfen und zu gucken, was da noch alles an Nuancen drin liegt, das hat mir große Freude gemacht. Und wie war es, mit so einer Größe wie Cate Blanchett zusammenzuarbeiten? Ja, aufregend. Es ist aufregend, weil sie einfach eine unglaublich großartige Künstlerin ist. Und weil sie aber sucht und weil sie ehrlich ist und weil sie alles gibt und weil sie dabei noch ein wunderbarer, warmer, offener, herzlicher, hochintelligenter, smarter Mensch ist, den man auch gerne um sich hat. Und also insofern, es war ein Geschenk. Ein Geschenk war der Film auch für die Oscar-prämierte Komponistin Hildur Guðnadóttir. What does it mean to you that you could compose the music for a movie that is about music? Oh, it meant everything. It was so inspiring and so wonderful to get to be a part of this, process, because it's not just about music, but it's about the process of making music. You know, the psychological aspect of writing music, of rehearsing music, and to get to dive into that for me was, you know, definitely most exciting. But there's so many different layers of the film that are just so phenomenal to dig in. Ausgedacht hat sich diesen vielschichtigen und facettenreichen Film Regisseur und Drehbuchautor Todd Field. What is the most interesting aspect about the movie for you personally? The questions that the film asks and the answers that the audience is coming up with. Zeit ist entscheidend. Zeit ist das wesentliche Element der Interpretation. Nichts geschieht ohne mich. Ich starte die Uhr. Jedoch bleibt anders als eine Uhr meine zweite Hand manchmal stehen. Das heißt, die Zeit bleibt stehen. Im Film geht es auch um Sexismus und patriarchale Strukturen. Denn als Dirigentin muss sich Lydia Tarr in einer Männerdomäne behaupten. I think we have a long way to go worldwide. You know, male dominance and patriarchy has held the ugly stick of power for thousands of years, and we all know how we're supposed to feel about that. And let's see what happens. Let's see what happens within our lifetimes. Change comes slow, but change is, you know, coming. You can feel it. Tarr wurde unter anderem in Berlin gedreht und hat auf der Berlinale seine Deutschlandpremiere gefeiert. What does it feel like to be here on the Berlinale? Oh, it feels fantastic, because, you know, I live here, the film is shot here, and it really feels amazing to bring the film back home and then to get to see it off into the world from home. This is a homecoming. We started here and we're back here, and this is the biggest night for the film, I think. Der größte Abend könnte für den Film aber tatsächlich auch noch ein anderer werden, denn er geht als einer der Favoriten ins Oscar-Rennen. Sechsmal ist Tarr nominiert. Für Film, Regie, Originaldrehbuch, Hauptdarstellerin Cate Blanchett, Kamera und Schnitt. What does it mean to you that you've got six Oscar nominations? Pretty good. Yeah, it feels pretty good. Die Oscarverleihung findet in der Nacht vom 12. auf den 13. März statt.